auf Hertha. Bernd ist Bayern-Fan. Fleisch ist Gerds Gemüse. Manfred ist der Müsli-Man. Petra liebt Pralinen und Eva rohes Ei. Marlene ist sehr zugeknüpft, doch Dagmar liebt es frei. Und jeder glaubt zu wissen, was das Beste wär. Nur keiner weiß es ganz genau, sondern nur so ungefähr. Kümmer dich um deinen eigenen Krempel. Komm doch erstmal selber aus den Schuhen. Bitte nicht noch einen Pharisäer mehr im Tempel. Bleib ruhig, damit hast du genug zu tun. Hey! Jens diniert im Restaurant mit Blick auf See in Genf. Und zu praktisch jedem Thema gibt's bei Dieter Senf. Fred kann nur mit Blondinen, sonst ist er blockiert. Und Olaf hat sein Unterleib tätowiert. Und jeder glaubt zu wissen, was das Beste wär. Nur keiner weiß es ganz genau, sondern nur so ungefähr. Oh ja! Kümmer dich um deinen eigenen Krempel. Komm doch erstmal selber aus den Schuhen. Bitte nicht noch einen Pharisäer mehr im Tempel. Bleib ruhig, damit hast du genug zu tun. Oh, oh. Jeder Mensch ist anders, das muss man akzeptieren. Wir stehen uns immer selbst im Weg, wenn wir das nicht kapieren. Kein Kopftuch, Mohammed liest Koran. Esther kocht nur Koscheres und Simon braucht einen Plan. Mary ist katholisch und Johnny Protestant. Alle wollen mit dem Kopf zuerst immer durch die Wand. Und jeder glaubt zu wissen, was das Beste wär. Nur keiner weiß es ganz genau, sondern nur so ungefähr. Oh ja, kümmere dich um deine